Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren, bei Skobel. Das vielleicht größte Problem, das wir mit uns selbst, mit der Gattung Mensch haben, ist die Überbevölkerung. In der Wissenschaft wird dieser Begriff allerdings gerne vermieden. Wissenschaftler sprechen daher von Population, von Bevölkerung. So oder so scheint es ums Überleben zu gehen und um Ressourcen, Stichwort Kriege und Wasser, Nahrung, Lebensqualität, Konsum. Dass das Bevölkerungswachstum zu unserem Untergang führen kann, ist höchst paradox. Gerade weil wir so gut geworden sind im evolutionsbiologischen Sinn, also bestens angepasst, könnten wir bald aussterben. Es gibt uns einfach überall, in allen Lebensbereichen und Sphären. Und überall dominieren wir, sind anderen Säugetieren, Fischen, Vögeln, Pflanzen und weiteren Lebewesen, bis auf einige Viren und Bakterien, überlegen. Wir haben die Macht und stellen paradoxerweise gerade deswegen ein Risiko nicht nur für die anderen Arten und den Planeten dar, sondern, wenn wir es einmal nüchtern und mittelfristig betrachten, auch für uns selbst. Thomas Robert Malthus war der Erste, der es 1798 in seiner Theorie der Bevölkerungsfalle geradezu sozialdarwinistisch auf den Punkt brachte. Wirtschaftlicher und technologischer Erfolg, so Malthus, führen zur Überbevölkerung. Und wer in sie hineingeboren wird und wessen Familie, Zitat, nicht die Mittel hat, ihn zu ernähren, hat nicht das mindeste Recht, irgendeinen Teil von Nahrung zu verlangen, und er ist wirklich zu viel auf der Erde. Bei dem großen Gastmahle der Natur ist durchaus kein Gedeck für ihn gelegt. Zitat Ende. Das klang plausibel und hatte ungeheure Wirkung. Heute sieht man es anders. Die Begründung von Malthus ist im Detail problematisch und etliche seiner fraglichen Annahmen sind falsch. Dennoch, was geblieben ist, ist die Haltung. Wenn wir in Deutschland, überhaupt in Europa und Nordamerika, Überbevölkerung hören, denken wir, Überbevölkerung, das sind doch immer die anderen. Wir haben doch sinkende Geburtenraten, wir sind doch die Guten. Sind wir? Unser sogenanntes Downsizing, also das Verkleinern und Gesundschrumpfen, bezieht sich vielleicht auf die Bevölkerungszahl, nicht aber auf unseren Hunger, auf Nahrungsmittel, Energie, Rohstoffe, Konsum. Wäre das die alleinige Messlatte, dann gibt es bei uns bei weitem zu viele. Von uns Deutschen, Europäern, Nordamerikanern, Japanern und vor allem allen, die unseren europäischen Lebensstil pflegen. Seit wir vor 11.700 Jahren mit dem Ackerbau begannen, änderte sich alles. Es begann ein exponentielles Bevölkerungswachstum. Damit Sie sich vorstellen können, was das heißt, 1960, also vor 51 Jahren, lebten nur halb so viele Menschen wie heute. Doch bevor ich mit meinen Gästen hier im Studio über das Thema Überbevölkerung spreche, möchte ich Ihnen einen Film unseres Autors Claudius Gehr zeigen, der unter anderem in Bombay und Nairobi drehte. Die Osterinsel im Südostpazifik. Vor Jahrhunderten blühte hier eine Hochkultur. Rapa Nui nannten sich die Bewohner. Ihre gigantischen Steinskulpturen, die Moai, sollten ihre Kultur schützen. Admiral Jacob Roggeveen entdeckt die Insel im Jahr 1722. Der niederländische Forscher findet eine blühende Inselkultur vor und blühende Palmenhaine. Die Zahl der Bewohner schätzt er auf 20.000. 52 Jahre später läuft Captain James Cook die Insel erneut an. Doch ihm bietet sich ein völlig anderes Bild. Nur noch wenige Menschen leben verstreut in unzugänglichen Höhlen. Bäume gibt es fast keine mehr. Die Steingiganten liegen zerstört am Boden. Die Zivilisation am Abgrund. Die Menschen hatten weit über ihre Verhältnisse gelebt. Durch ihr Wachstum verbrauchten sie mehr, als sich auf der Insel regenerieren konnte. Können wir heute aus der Geschichte der Osterinsel etwas lernen? Auf unserer Erde leben mittlerweile mehr als 7-mal so viele Menschen wie zur Zeit des Captain James Cook. Knapp 7 Milliarden. Ein gigantischer exponentieller Anstieg in ungeheuer kurzer Zeit. Immer mehr Menschen, die immer mehr verbrauchen. So 1960 hatten wir ein Weltsozialprodukt in Höhe von 10 Billionen, 2050 werden es 100 Billionen sein. 1960 hatten wir ungefähr 3 Milliarden Menschen, 2050 werden es 9,2 bis 10 Milliarden sein. Viel mehr Menschen, die viel mehr Ressourcen verbrauchen, das ist ganz eindeutig nicht nachhaltig. Wenn wir über nachhaltige Entwicklung sprechen, es geht hier nicht darum, ob wir 6, 7 oder 8 Milliarden sind. Es geht darum, ganz klar zu sagen, dass wir bereits jetzt zu viele sind.
Schauen wir auf Teile Nordamerikas. Dort werden pro Kopf 40 Tonnen an natürlichen Rohstoffen verbraucht. In Europa mögen es im Schnitt 16 Tonnen sein. Auch in den Industrienationen ist der Verbrauch an Natur unterschiedlich hoch. Wenn allerdings die Menschen in den Schwellenländern demnächst so viel verbrauchen wie die in Nordamerika, dann könnten wir nur noch auf ein Raumschiff hoffen, das uns an einen besseren Ort bringt. Was aber, wenn sie nicht nur gleich viel konsumieren, sondern am Ende vielleicht sogar mehr? Immer mehr Menschen, die immer mehr konsumieren. All das ist leider vorstellbar. Denn unser eigenes westliches Modell einer wachsenden Konsumgesellschaft dient weitgehend als Leitidee weltweit. Alle wollen ein besseres und gleichzeitig billigeres Leben, besseres Essen, eine größere Wohnung, ein schickeres Auto, reisen, konsumieren. Auch in Indien ist das nicht anders. Indien wird China als bevölkerungsreichstes Land der Welt bald überholen. Und bereits nächstes Jahr wird Indien die am schnellsten wachsende Volkswirtschaft sein, noch vor China, so die Prognosen. Ein Land gibt Vollgas. Was bedeutet, dass immer mehr Menschen essen, trinken, konsumieren und Kinder bekommen wollen? Sie wollen größere Wohnungen und in Städten am Meer leben. Leben heißt verbrauchen. Indiens bekanntester Schauspieler Amitabh Bachchan, genannt Big B, verleiht dem XXL-Wachstum aus Beton- und Hochhausneubauten ein Gesicht. Die Grenzen des Wachstums werden immer weiter verschoben. Nach oben. Das Haus hat 3 Hubschrauberlandeplätze, 3 Stockwerke mit Schwimmbädern, 9 Aufzüge, 3 Stockwerke mit hängenden Gärten. All das für eine 5-köpfige Familie. Man betrachtet das hier durchaus mit Stolz. Uns Indern zeigt das, dass wir auch mithalten können. Die Elektrorechnung für so ein Haus liegt bei rund 110.000 Euro pro Monat. Das Haus ist groß genug für die 168 Autos. All das für 5 Leute und deren 600 Hausangestellte. Das hier ist ein fantastisches Beispiel, wohin Indien sich entwickelt. Es zeigt den Unternehmergeist. Hoffentlich sehen wir in den nächsten Jahren noch viel mehr solche Beispiele. Kamen 4 Milliarden Menschen hinzu. Heute leben rund 7 Milliarden Menschen. 218.000 Kinder kommen täglich hinzu und wollen leben, essen, Tendenz steigend. 2050 werden bereits 9 Milliarden Menschen die Erde bevölkern. Das weltweite Modell der westlichen Konsumgesellschaft ist im Grunde nichts anderes als die nicht mehr rückgängig zu machende Umwandlung von nicht erneuerbaren Ressourcen wie Land, Wasser und Luft in das, was wir Wachstum nennen. Die gekauft, kurz benutzt, dann weggeworfen werden. Damit wieder neue Produkte verkauft werden können, damit das Wachstum weitergehen kann. Unbegrenztes Wachstum auf einem begrenzten Planeten, kann das gut gehen? Schon die Frage klingt wie ein Widerspruch. Eine Zeit lang vielleicht, aber dann? Wir hatten bisher ein rasches Wachstum auf Kosten der nächsten Generationen. Wir fressen uns hinein ins Kapital der nächsten Generation. Die Natur versorgt uns mit diesen Geschenken. Es sind Geschenke. Und wir verbrauchen sie, als ob es endlos Nachschub geben würde. Aber er ist nicht endlos.
Die Hälfte der Menschheit wird ohne ausreichend Wasser leben müssen. Unsere Umwelt wird 2 Grad wärmer werden. Die Fischindustrie wird großflächig kollabieren. Unsere Korallenriffe werden nicht wiedererkennbar sein. Es werden Waldflächen so groß wie Australien abgeholzt werden. Unser Wetter wird unvorhersehbarer werden, was es schwieriger macht, für die zunehmende Bevölkerung anzubauen. Wir werden eine recht verwirrte Gesellschaft sein. Dharavi, der größte Slum Asiens. Hier lebt knapp 1 Million Menschen auf rund 1,7 Quadratkilometern. Täglich werden es mehr. Der Platz aber bleibt derselbe. Es ist ein kleiner Mikrokosmos, der zeigt, wie es absehbar an immer mehr Orten dieser Welt aussehen wird. Die Stadt ist nicht groß genug und hat keine ausreichend große Infrastruktur, um all die Leute aufzunehmen, die hier neu hinzukommen. Deshalb wird das Land immer weniger. Es wird schwieriger, eine Wohnung zu finden, richtig teuer. Der Immobilienmarkt in Bombay ist einer der teuersten weltweit. Und so rückt auch der Slum in den Fokus von Spekulanten und Städteplanern. Auf dem wertvollen Grund mitten in Bombay könnte man neue, teure Wohnungen errichten. Bleibt die Frage, wohin mit der Masse der armen Menschen? Viele, die hier leben, waren in der boomenden Stadt auf der Suche nach einem besseren Leben. Nun wird es auch hier immer enger. Der Slum kann nicht weiter wachsen. Und doch kommen täglich neue Menschen hinzu, strömen vom Land nach Bombay. Dabei fehlt es an allem. Nur der Müllgeruch ist im Überfluss vorhanden. Und dies ist der Trend. Weltweit werden die Slums größer. Sie werden weiter die Endlager sein für alle, die es nicht geschafft haben, für die Masse Mensch, für die Verlierer im weltweiten Kampf um die letzten Ressourcen. So wie die Familie Bagena. Der Mann war Lehrer, verlor seinen Job, Endstation Slum. Jetzt hilft er seiner Frau. Nur eine halbe Stunde Wasser gibt es jeden Tag an der Wasserstation. Wenn Familie Bagena dieses kurze Zeitfenster verpasst, Pech gehabt. Und das bei 40 Grad und einer mörderischen Luftfeuchtigkeit. Das Leben der Familie findet unter 10 Quadratmeter Wellblechhütte statt. Wir teilen uns hier mit 67 anderen Familien eine Wasserleitung. Es ist rationiert. Es gibt ein Timing. Jeden Tag 10, 20, maximal 30 Minuten Wasser. Heute nur zwischen 9 und 9:30 Uhr. Aber wenn es mal regnet, ist es noch schlimmer. Dann ist hier drinnen alles nass und aufgeweicht. Wie es ist, wenn der Boden nass und aufgeweicht ist, kann man ahnen. Die Kinder werden morgens in der schwülen Hitze nicht so richtig wach. Fast neigt man zu der Frage, wozu auch? Was kann ihnen dieses Leben schon bieten? Hari Bagena bleibt nur beten und auf eine bessere Zukunft hoffen. Ich habe kein Geld, bin arm. In Indien. In Indien. Very problems. Very problems. Was ist Ihr größtes Problem? Das hier ist nicht mein eigenes Haus. Ich muss Miete bezahlen. Wie viel? 1.000 Rupien. Rund 15 Euro also. Es ist der größte Kostenpunkt der Familie. Als Tagelöhner verdient Hari Bagena pro Tag 1,50 Euro. Aber er findet nicht jeden Tag Arbeit. Währenddessen erzählen die indischen Fernsehserien vom Leben in der Mittel- und Oberschicht, wohin alle wollen. Heiraten, Kinder kriegen, aufsteigen. Wie überall auf der Welt träumen die allermeisten auch hier diesen Traum. Zu diesem Traum gehören notwendig die Kinder. Sie sind der Körper gewordene Glaube an eine bessere Zukunft. Die Ein-Kind-Politik Chinas lässt sich in einer Demokratie wie Indien nicht durchsetzen. Dabei war sie zumindest in China das effektivste Mittel kontrollierter Bevölkerungsreduktion.
Ohne Ein-Kind-Politik gäbe es mittlerweile geschätzte 300 Millionen Chinesen mehr als heute. Hier in Indien für weniger Kinder einzutreten, bringt den Politikern keine Stimmen. Kinder zu bekommen gehört hier einfach dazu. Früher oder später wird es wahrscheinlich ziemlich gewalttätig werden. Es geht uns einfach der Platz aus. Mal ganz abgesehen, dass uns auch das Wasser und die Nahrung ausgeht, um all die Extrabevölkerung zu versorgen, die noch mit an Bord kommt. In 40 Jahren werden wir 9,2 Milliarden Menschen sein. Deshalb wird dafür etwas weichen müssen. Was noch übrig ist, sind Dinge wie Bergspitzen, die Arktik, das Buschland oder die Wälder. Klar, was da verschwinden wird. Es werden die Wälder sein, weil es dort noch produktives Land für die Landwirtschaft gibt. Wir werden Waldflächen in etwa der Größe Australiens verlieren, um die steigende Zahl an Menschen ernähren zu können. Orte, an denen der Mensch seine Hände nicht im Spiel hat. Das wird es vermutlich in wenigen Jahren nur noch in Natur- und Tierdokus geben. Eine reine Fernsehwelt. Die Realität sieht anders aus. Selbst in Patagonien wird der letzte Rest unberührter Natur in industrielle Nahrungsmittelproduktion umgewandelt. Tausende Fischfarmen überdüngen das Wasser, verändern das ökologische Gleichgewicht, damit der Bedarf in Nordamerika und in Europa nach Lachs gedeckt werden kann. Wir haben halt hier das Problem, dass jedes Jahr neue Lachskonzessionen hinzukommen. Das ist eine regelrechte Invasion, die wir hier beobachten. Allein in der 10. Region, also in der Region vom Golf von Ankut, haben wir mittlerweile etwa 900 Konzessionen. 3500 neue Konzessionen sind auf dem Weg. Was wir zurzeit erleben, ist der größte systematische Überfall auf Ökosystem und Arten, den es jemals gegeben hat. Die Gleichung ist überall dieselbe. Natur wird umgewandelt in Produkte und Produkte in Geld. Genau das ist Fortschritt. China sagt, dass es 30 Millionen Autos haben will, so viel wie die USA. Die chinesische Regierung glaubt, dann würden sie es geschafft haben. Dabei hätten sie überhaupt nichts erreicht. 30 Millionen Autos in China, das ist schlicht unmöglich. Neue Straßen entstehen, wo Reisfelder waren. Dabei fehlt in China bereits jetzt ausreichend Wasser, um die vorhandenen Reisfelder zu bewässern und die eigene Bevölkerung zu ernähren. Wir brauchen Wasser für die Landwirtschaft. Mit der zunehmenden Bevölkerung brauchen wir immer mehr. All diese Dinge passieren gleichzeitig. Wir können wirklich nicht hoffen, dass wir eine Bevölkerung von 10 Milliarden ernähren können. Ohne die Böden können wir keine Nahrung anbauen. Manche Leute betrachten Erde ja als etwas Dreckiges. Dabei ist sie lebenswichtig. Ohne gesunde Böden werden wir hungern. So einfach ist das. Es gibt jetzt schon viele Orte wie der amerikanische Südwesten, der Brotkorb der USA, die von der Bodenerosion betroffen sind. Die industrielle Nahrungsmittelproduktion kann letztlich nur mit Hilfe von Erdöl in großem Stil aufrechterhalten werden. Was aber passiert, wenn das Erdöl aufgebraucht sein wird? Afrika, hier gibt es noch etwas zu holen. Hier sind die fruchtbaren Böden noch nicht überstrapaziert. Afrika ist die letzte Zuflucht für die Reichen. China investiert deshalb massiv in den Ausbau afrikanischer Infrastruktur. Doch wie beim Straßenbau geschieht das nicht, um den Afrikanern zu helfen, sondern aus wirtschaftlichem Eigeninteresse. Denn Straßen helfen, die in Afrika produzierten Nahrungsmittel leichter und damit billiger nach China zu schaffen. Viele Afrikaner freuen sich zunächst. Überall wird gebaut, es gibt Arbeit. Es ist wie ein Traum, der wahr wird. Wir sehen hier in Kenia das erste Mal sowas. In keiner anderen Stadt in Ostafrika gibt's das. In Kenia haben wir jetzt einen guten Moment erreicht. Wir können noch super Autobahnen bauen. Die Menschen strömen in die Megastädte. Dort sieht es weltweit meist so aus wie in Bombay. Auch Nairobi platzt aus allen Nähten. Geht es aufwärts? Aufwärts. Wohin? Deutsche Firmen werben für die neuen großen Autos. Faktisch kann bereits jetzt in den Straßen Nairobis oder Lagos nur im Schritttempo gefahren werden.
Die Werbung verspricht daher Aufstieg und Individualität. In Wahrheit aber werden die Freiheiten des Einzelnen zwangsweise eingeschränkt, wenn die Zahl der Menschen wächst. Denn gilt nicht, was die einen mehr haben, das müssen andere irgendwo weniger haben. Und tatsächlich steigt proportional zur wachsenden Bevölkerung und zum wachsenden Konsum die Zahl der Armen. Genug für immer mehr Menschen gibt die Erde jedenfalls auf Dauer nicht mehr her. Selbst Wasser ist knapp. Kibera in Nairobi, einer der größten Slums Afrikas. Die deutsche Ärztin Barbara Hünten-Kirsch arbeitet seit 10 Jahren in den Slums von Nairobi. Irgendwie ist es wie in Indien. Einige verbrauchen mehr, aber noch viel mehr haben nicht mal mehr das Nötigste zum Leben. Slums werden schon im Laufe der Zeit größer. Auf der einen Seite liegt das natürlich an dem Bevölkerungswachstum in Kenia. Also Kenia hat ein ganz erhebliches Bevölkerungswachstum. Und auch die Schere zwischen Arm und Reich klafft halt ganz enorm. Gutes Trinkwasser wird in den reichen Vororten ans Haus geliefert. In den Slums dagegen ist der Wasserverkauf in der Hand einer Mafia. Dort verkauft sie das Wasser an die Bevölkerung zu einem 3- bis 4-fach höheren Preis. Wie in Asiens größtem Slum beginnt auch hier in Kibera der Tag für viele mit Wasserkaufen. Neben der Miete für die Hütte ist Wasser der zweite große Kostenfaktor für Millicent Atielo. Wasser und ein Dach über dem Kopf, für eine wachsende Anzahl von Menschen sind das keine Selbstverständlichkeiten. In Nairobi lebt über die Hälfte der Bevölkerung in solchen Slums. Und obwohl die Wirtschaft wächst, es werden weltweit nicht weniger, die in solchen Verhältnissen leben, es werden mehr. Es gibt schon so Wasserstationen, aber die haben halt auch nicht immer Wasser verfügbar. Kinderreichtum ist auf der anderen Seite schon noch immer noch was Positives, ne? Im Gegensatz zu Europa. Also es ist auch ganz furchtbar für eine Frau, wenn sie überhaupt keine Kinder kriegen kann. Millicent hat AIDS, wie viele hier. Meine Kinder sind zum Glück nicht HIV-positiv. Ich fühle mich stark. Aber mein Vermieter, wenn ich ihm das Geld für die Miete nicht zahlen kann, er kann jederzeit hier reinkommen. Also mit HIV ist es ja so, dass es natürlich eine ganze Reihe Frauen gibt, die einfach zur Prostitution gezwungen sind. Ne? Dadurch, dass sie sich einfach ihren Lebensunterhalt verdienen müssen. Und dann ist es natürlich viel entscheidender, ob sie das Brot heute kriegen, als dass sie morgen oder in 10 Jahren eine HIV-Erkrankung haben. Ne? Und die können natürlich auch nicht verhandeln, über Verhütung verhandeln. Und so wächst und wächst die Zahl der Kinder weiter. Oft durch ungewollte Schwangerschaften. Jede Frau in Kenia hat im Schnitt 5 Kinder. Trotz des fruchtbaren Bodens kann Kenia bereits jetzt die eigene Bevölkerung nicht mehr ernähren. Es kommt zunehmend zu Trockenphasen, in denen das Vieh stirbt. Dann haben die Menschen nichts mehr zu essen und sind abhängig vom Welternährungsprogramm. Das ist doch keine Zukunft. Gleichzeitig sehen wir hier andere Einflüsse, wie den globalen Handel mit toxischem Müll und Elektroschrott. Die Konsumgüter, die wir im Westen verbrauchen, kommen danach als Müll per Schiff hierher und werden hier weggeworfen. Das führt zu Schwermetallbelastung in den Flüssen. Wenn man Kenia anschaut, hat man einen guten Überblick über das, was in vielen Entwicklungsländern passiert. Vieles landet hier, in Dandora, der größten Müllkippe Afrikas. Oder hier in Dharavi, in Indien. Millionen Menschen bleibt mittlerweile zum Leben nur noch das, was die anderen weggeworfen haben. In Dharavi wird so ziemlich alles recycelt. Plastikabfall wird wieder zu neuen Produkten. Doris Bagela muss ebenfalls mit dem vorlieb nehmen, was andere weggeworfen haben.
Aus alten Computerteilen baut er neue zusammen und verkauft sie anschließend im Slum. Daily life in Dharavi, one thing is that water. Der Alltag in Dharavi ist ein Problem, weil wir täglich nur eine halbe Stunde Wasser haben. Das ist das erste Problem. Zweitens, ich kann nicht sagen, dass wir glücklich sind. Es ist sehr, sehr hart hier. Ich glaube nicht, dass irgendjemand hier sein Leben genießen kann. Einer der Kunden von Suris ist Seka. Der 26-Jährige lebt auf rund 9 Quadratmetern. Es gibt zwar nur eine halbe Stunde Wasser, aber einen Computer und Internet. Und noch etwas ist dem jungen Inder wichtig. Wenn ich ein monatliches Einkommen hätte, dann hätte ich gern Kinder, und zwar unbegrenzt viele. And I will be having unlimited. Das ist nicht nur in Indien so. Wie in Dharavi kann alles nur noch in eine Richtung weiterwachsen, nach oben. Doch die Zukunft sind eben diese Megacities, von denen die meisten, wie Bombay, direkt am Meer liegen. Die Klimaerwärmung und das abschmelzende Eis erhöhen den Meeresspiegel. Katastrophale Überschwemmungen treffen die Küstenregion. Bereits jetzt fliehen die Menschen aus Bangladesch ins Nachbarland Indien und erhöhen dort den Bevölkerungsdruck massiv. Dauerhafte Überschwemmungen führen dazu, dass die ohnehin zu geringe Landmasse für die weiter wachsende Bevölkerung sich verringert. Die Klimaerwärmung lässt auch die Gletscher des Himalaya schwinden und mit ihnen das Schmelzwasser, die Lebensgrundlage für Millionen Menschen in Asien. Der Ganges und die Flüsse Brahmaputra und Meghna sind stark abhängig vom Wasser, das vom Himalaya herunterkommt. Das Wasser läuft den Ganges herunter und davon leben, glaube ich, eine halbe Milliarde Menschen, die dort Reis anbauen. Woher werden die in Zukunft das Wasser nehmen? Die Wasserversorgung dort neigt sich dem Ende zu. Ich habe ausgerechnet, dass die Zeiten, in denen es nur 15 Millionen Umweltflüchtlinge gab, schon vorbei sind. Vielleicht 2-3 Jahre her. In der Zukunft wird es eine enorm größere Anzahl an Klimaflüchtlingen geben. Ich habe die Ostküste Indiens erwähnt. Dort leben 70, 80 Millionen Menschen nur einen Kilometer vom Meer entfernt. Alleine dort könnten es zig Millionen Flüchtlinge geben. Genauso wie in China und in Teilen Amerikas. Vor Naturkatastrophen und Kriegen einigermaßen geschützt, solche Orte gibt es immer weniger. Mittlerweile ist sogar Europa überbevölkert. Ohne den Ressourcenimport aus der dritten Welt wären wir komplett abgefressen. Wir verbrauchen mehr, als in Europa nachwächst, weil wir es uns leisten können. Aber auch die Reichen werden mehr und verbrauchen mehr. Die Almadraba-Fischer vor der Küste Andalusiens. Seit 2000 Jahren leben sie und ihre Familien hier vom Thunfischfang. Doch der immer größere Hunger von immer mehr Menschen bedroht inzwischen die Lebensgrundlage der Fischer. Die meisten Thunfischarten sind massiv überfischt und vom Aussterben bedroht. Die Zahl der erwachsenen Tiere liegt nur noch auf 20% des Niveaus von 1970.
Grund für die rapide Abnahme ist das stetig wachsende Bedürfnis nach Frischfisch, vor allem für Sushi in Japan, Europa und Nordamerika. Und gleich der immer geringer werdenden Beute kämpfen die Fischer hier um ihre wirtschaftliche Existenz. Wie kann es sein, dass ihr nur 24 oder 28 gefangen habt? Kein guter Fang. Sehr wenig Fische. Es läuft nicht gut. Nichts läuft hier mehr. Diese Saison ist sehr schlecht. Es gibt viele koreanische und japanische Schiffe, die im Atlantik weit draußen schon alles wegfischen. Jedes Jahr lassen sie für uns weniger übrig. Dieser Fang der andalusischen Fischer geht vollständig nach Japan. Denn nur in Japan können die astronomisch hohen Preise bezahlt werden. Thunfisch zum Beispiel ist extrem überfischt. Er ist sozusagen bedrohter als der Panda-Bär. Aber das ist eine sehr bekannte Art. Was wird aus all den anderen? Wir haben die Säugetiere untersucht. 75% bekommen wenig oder gar keine Aufmerksamkeit, wie man sie erhalten könnte. Viele sind schon fast ganz verschwunden, zum Beispiel das goldene Rüsselhündchen oder das Trampeltier. Davon gibt es nur noch 1.000. Oder das Zwergflusspferd. Davon gibt es nur noch 3.000 in Liberia. Oder das Solenodon in der Karibik. Es gibt so viele Arten, die an der Schwelle zum Aussterben stehen und die Leute bekommen nicht mal was davon mit. Weniger Artenvielfalt, mehr Monokulturen bedeutet weniger Schutz vor Krankheiten und Epidemien. Nur Vielfalt bewahrt das natürliche Gleichgewicht. Forschungen zeigen, ein diversifiziertes System ist auch robuster. Gehört die Zukunft also den Verwandten von Vogelgrippe, EHEC und AIDS? Keine Frage, die Umgebung für Krankheiten wird sich weiter verändern. Es wird zusätzlich zu den heutigen Krankheiten und Problemen neue geben, aber es ist schwierig vorherzusagen, welche. Wo es kein ökologisches Gleichgewicht mehr gibt und eine Art alle anderen Arten verdrängt, dort können Fehlentwicklungen von der Natur kaum noch eingedämmt und ausgeglichen werden. Wir wissen, wir sind irgendwo auf dem Weg Richtung Katastrophe. Was wir nicht wissen, ist, wo genau wir uns befinden und wie weit es noch bis zur Katastrophe ist. Gewalt und Krieg scheinen als Überdruckventil zu dienen, wenn immer mehr Menschen leben und miteinander in Konkurrenz geraten. Für wen es sprichwörtlich nichts mehr zu holen gibt, der schlägt um sich. Untersuchungen zeigen, dass Gewalt immer dort droht, wo es um die 40% junge Männer ohne Arbeit oder Heiratsmöglichkeiten in einer Bevölkerung gibt. Ich habe 2 Enkelkinder und ich frage mich, in was für einer Art Welt sie einmal leben werden. Ich habe Angst um sie. Es ist angesichts der drohenden Katastrophe kaum zu verstehen, dass einige der Weltreligionen, wie vor Hunderten von Jahren, als es 10-mal weniger Menschen gab, immer noch predigen: Seid fruchtbar und mehret euch. Fruchtbarkeit, Kinderreichtum und steigende Temperaturen, schmelzende Eiskappen, tödliche Dürren, Ressourcenknappheit, Artensterben. Wie lange kann all das gut gehen? Diese Frage zu stellen, erscheint vielen als politisch unkorrekt. Abgesehen davon, welcher Politiker fordert zum Verzicht auf, wenn er gewählt werden will? Kein Mensch verzichtet gerne freiwillig. Folglich wird er in der Regel weiter konsumieren, über alle Maßen, wenn irgend möglich. Thank you.
Großbritannien wird ja allgemein nicht gerade als überbevölkert angesehen. Wenn man jedoch die Menge fossiler Brennstoffe berücksichtigt, die jeder Brite verbraucht, im Verhältnis zu beispielsweise jedem Bangladeschi, dann stellt man fest, wir hier sind diejenigen, die überbevölkert sind, nicht Bangladesch. Wir sind süchtig nach billigem Öl, immer mehr essen, immer weiter wachsen. Das gehört offensichtlich zum Wirtschaftssystem dazu. Können wir weiter wachsen, wie wir es tun, und dennoch als Art überleben? Die Realität ist, ja, wir können noch mit weit weniger Artenvielfalt überleben. Aber wir Menschen müssen eine Entscheidung treffen. Wollen wir wirklich in einer Welt leben, die nur noch aus Ratten, Fledermäusen und Kakerlaken besteht? Ich persönlich nicht. Am Ende gibt es nur einen Planeten für alle Lebewesen. Die Frage ist, ob wir das notwendige Gleichgewicht zerstören oder die überlebensnotwendige Vielfalt erhalten. Unser jetziger Bevölkerungsstand ist komplett unverträglich. Ich kann das nicht oft genug sagen. Was aber wäre dann eine für den Planeten verträgliche Anzahl von Menschen? Wenn wir so viele Menschen wie möglich und einen akzeptablen Lebensstil haben möchten, dann wäre meine Schätzung 1 Milliarde. Eine Milliarde? So viele Menschen gab es vor 200 Jahren. Müssen wir also zurück, um mit der Natur wieder ins Reine zu kommen? Und was, wenn wir es nicht tun? Erinnern Sie sich an die Osterinsel zu Beginn des Films? Eine der Theorien über das, was sich dort abgespielt hat, könnte uns als warnendes Beispiel dienen. Wir haben die Lektion der Osterinsel und anderer Plätze auf der Welt, wo die Leute alle Bäume abgeholzt haben, ohne sich über die Folgen Gedanken zu machen. Sie haben einen hohen Preis bezahlt. Auf der Osterinsel gibt es keine Menschen mehr. Diese Analyse lässt sich meiner Ansicht nach auf den Zustand der gesamten Welt übertragen. Keine Frage. Wir Menschen nennen uns selbst Homo sapiens, wissender, vielleicht sogar weiser Mensch. Wenn das tatsächlich wahr ist, sollten wir da nicht vom Schicksal dieser abgelegenen Insel lernen? Einst war die Erde ein fruchtbarer Ort, an dem es genug für alle gab, bis alle zu viel waren und zu viel wollten und das Gleichgewicht und mit ihm die Welt unwiderruflich kippte. Ja, soweit der Film von Claudius Gehr, der Ihnen einige Fakten gebracht hat und vor allen Dingen Sie wahrscheinlich auch hat spüren lassen, was mit unserem Thema alles verbunden ist. Das ist ja oft sehr emotional. Ich möchte Ihnen jetzt die Gäste der heutigen Sendung vorstellen. Zunächst Shalini Randeria, schönen guten Abend. Sie haben Soziologie und Sozialanthropologie studiert an den Universitäten Delhi und Heidelberg und lehren als Professorin für Ethnologie an der Universität Zürich, sind sozusagen Fachmann oder besser Fachfrau für die Hintergründe unseres Problems Überbevölkerung. Und dann begrüße ich Rainer Münz, schönen guten Abend, studierter Sozialwissenschaftler. Sie leiten seit 2005 die Abteilung Forschung und Entwicklung der Erste Group Bank in Berlin, außerdem Senior Research Fellow am Hamburger Weltwirtschaftsinstitut und damit ein Kenner der Entwicklung und der damit verbundenen Zahlen. Ihr Buch »Wie schnell wächst die Zahl der Menschen?« befasst sich ja unter anderem mit diesen Zahlen. Und die Frage, die sich unmittelbar stellt, ist, gibt es da irgendein Limit? Also wir haben eben kurz darüber gesprochen, ne, Science hier mit Population. Es geht um die 7 Milliarden. Das sind so magische Zahlen, die müssen ja gar keine wirklichen Grenzen definieren. Aber gibt es irgendwo Grenzen für Sie? Zu unseren Lebzeiten hat sich die Zahl der Menschen verdoppelt. Das kann man sagen, gab es nie vorher in der Geschichte der Menschheit, dass das jemand erlebt hat. Es wird es auch nie wieder geben. Im Laufe des 21. Jahrhunderts wird das Bevölkerungswachstum irgendwo zwischen 9 und 10 Milliarden zum Stillstand kommen. Und wir können davon ausgehen, dass die Zahl der Menschen dann auch irgendwann wieder weniger wird. Das hat zwei Gründe. Zum einen, es gibt weltweit eine Tendenz, weniger Kinder zu bekommen. In Deutschland kann man das ja mit Händen greifen und überall sehen, auch in Japan. Es gibt aber auch Schwellenländer, wo die Kinderzahl relativ schnell zurückgegangen ist in den letzten 25 oder 30 Jahren. Ich nenne Tunesien oder Singapur oder auch der Iran oder die Türkei als solche Beispiele. Was ja immer dann eingetreten ist, wenn die Mortalitätsrate gesunken ist.
Also zum einen, wenn mehr Kinder überleben, das heißt also weniger Säuglings- und Kindersterblichkeit ist, dann kriegen die Leute nach einer gewissen historischen Schrecksekunde, muss man sagen, bis man begreift, dass sich da was geändert hat, oder bis Frau begreift, dass sich was verändert hat, dann weniger Kinder. Das ist eine natürliche Reaktion. Zum anderen gibt es aber natürlich Modernisierung. Wir haben es ja gerade gesehen, Leute ziehen vom Land in die Stadt, haben dort weniger Platz. Der Mann und die Frau gehen arbeiten. Also all das, was in Deutschland eine Rolle spielt, weniger Kinder zu bekommen, ist auch etwas, was dazu führt, dass die Menschen heute auch, ich sage jetzt mal, in Singapur, in Tunis, in etlichen indischen Städten, in China weniger Kinder bekommen. Gibt es für Sie eine Grenze? Ich glaube, das ist die falsche Frage für mich. Mhm. Das ist die falsche Frage, weil ich denke, dass die Frage zielt darauf, auf Zahlen zu gucken. Und für mich, wenn man die Frage falsch stellt, bekommt man die falschen Antworten. Eigentlich die Zahlen sind völlig unwichtig. Was wichtig ist, ist die soziale Frage, die damit verbunden ist. Einerseits geht es um Kinderwünsche, die Menschen haben. Und Menschen haben unterschiedliche Kinderwünsche, auch in unterschiedlichen Gesellschaften, auch in unterschiedlichen Klar. Gesellschaftsschichten. Und abgesehen davon ist für mich das die falsche Frage, weil eben die wichtigere Frage nach meiner Meinung die Frage der Verteilungsgerechtigkeit ist. Nicht wie viele Menschen gibt es auf der Welt oder darf es geben, sondern wie leben sie und mhm. was konsumieren sie und wie ist Reichtum in einer Gesellschaft und zwischen Gesellschaften verteilt. Ich verstehe das mit der Verteilung, aber es gibt ja immer wieder in der Diskussion diesen Begriff der Tragfähigkeit. Nun kann man sagen, das haben die bösen Evolutionsbiologen da eingebracht, weil die an ihren Ameisenmodellen und ich weiß nicht was orientiert sind. Aber gibt es nicht irgendwo vielleicht doch eine Grenze, dass man sagt, also wenn wir 20 Milliarden wären, dann ist wirklich das, was wir Lebensmitteln, an Energie und so weiter verbrauchen, in einem Maße gefordert, dass der Planet nicht mehr tragfähig genug ist. Das hängt davon ab, was wir als 20 Milliarden Menschen konsumieren. Wenn wir 20 ja. Milliarden Menschen sind, so, die so leben wie im ja. Ein Bangladeschi Dorf, hätten wir wenig Ging Probleme. Es. Wenn wir 20 Milliarden sind, die so leben wie die Amerikaner und die Westeuropäer, haben wir Probleme. Das heißt, man muss sich wirklich diese Dimension in Relation vorstellen. Nicht, denn die Stadt New York verbraucht in einem Tag mehr Energie, also mehr Strom, als der Gesamtkontinent Afrika. Deshalb aber es ist eine hypothetische Frage. 20 Milliarden wird es nicht geben, da kommen wir nicht hin. Nein, klar. Es hört bei 10 Milliarden auf und ich glaube, das Thema des 21. Jahrhunderts ist einerseits Alterung. Es wird viel mehr alte Menschen geben. Also die Welt war im 20. Jahrhundert viel jünger und sie wird immer älter werden. Das heißt, wir werden viel mehr Erwachsene und weniger Kinder haben. Was in China, wenn ich kurz unterbrechen darf, also das, ich beziehe mich jetzt hier wirklich auf den Artikel, den ich in Science gelesen habe, was in China dazu führt, dass man von der Ein-Kind-Politik, die ja nie klare Ein-Kind-Politik war, also dass man davon abrückt, wenn man sagt, wir können ja überhaupt die Renten für die Leute, die wir im Moment garantiert haben, die dann alle alt sind, ja, das gibt ja unheimlich viele alte Menschen, die können wir gar nicht mehr bezahlen, damit wir genug Arbeitskräfte haben, die nachkommen, müssen wir langsam hier und da die Ein-Kind-Politik lockern? Also das ist schon unterwegs. Ich glaube, das mit den Renten muss man vorsichtiger sehen, weil ein Gutteil der chinesischen Bevölkerung gar keine Rentenversicherung hat. Das heißt, die Leute sparen privat, die leben außerhalb einer Rentenversicherung. Das gilt für Indien, gilt für weite Teile Afrikas. Also mindestens die Hälfte der Menschheit lebt in Ländern, wo es überhaupt gar keine flächendeckende Sozialversicherung. Also für die chinesische Ökonomie jedenfalls scheint es ein Riesenproblem zu sein, ja, in Zukunft. Aber in China wird sehr bald die Ein-Kind-Politik aufgegeben werden. Mhm. Das hat damit zu tun, dass es in Zukunft jetzt nach 30, 35 Jahren Ein-Kind-Politik wesentlich weniger potenzielle Eltern geben wird in der nächsten Generation. Hinzu kommt auch noch, dass ja in China
Die Leute versuchen, möglichst Söhne und keine Töchter zu bekommen. Klar. Daher gibt es in der nächsten Generation zu wenig potenzielle Mütter. Ich will gar nicht von Ihrer Frage jetzt ablenken. Ich finde, die sollten wir mal verfolgen. Nämlich der Hinweis, dass wenn wir alle nicht so viel verbrauchen würden, wie wir hier zum Beispiel in Europa jetzt verbrauchen, weshalb im Film ja auch gesagt wurde, deshalb sind wir eigentlich überbevölkert, weil wir verbrauchen zu viel. Glauben Sie, das ist quasi fast schon eine philosophische Frage, glauben Sie, dass wir Menschen bereit sind, freiwillig, und das wäre ja in der Demokratie freiwillig, von unserem jetzigen Lebensstandard, der auch für viele Menschen in Afrika, Lateinamerika ein Vorbild ist, freiwillig wirklich runterzugehen und zu sagen, okay, wir verbrauchen weniger. Weniger Computer, weniger Autofahren, kein Fleisch, verbraucht wahnsinnig viel Energie und Ressourcen. Glauben Sie, das würden wir machen? Ich glaube, das ist einerseits eine Frage von einem Wertewandel, eine Bildungsfrage. Andererseits ist das eine Preisfrage. Wenn unser Konsum so teuer werden würde, dass wir uns diese Art von Konsum gar nicht leisten könnten. Und drittens, glaube ich, ist das eine politische Frage. Preisfrage, wenn ich da einhaken darf, gut, das würde ja dann auch für Afrika gelten. Also wenn wir es uns nicht mehr leisten können, kann sich Afrika erst recht nicht mehr leisten. Außer einige, also jetzt die oberen, weiß nicht, noch nicht mal 10.000, sondern 1.000. Bildung finde ich interessant, weil wir behaupten ja immer, eine Bildungsnation zu sein. Mit mir, wir meine ich jetzt die Deutschen. Was müsste denn da geschehen, damit sich das ändert? Also ich glaube, einerseits geht es wirklich darum, von dieser Art von Sicht, die in diesem Film gezeigt wird, wegzukommen. Dieser Film bedient alle Vorurteile und alle Klischees. Also Rassismus zum Beispiel. Mich stört es wirklich, dass es, also ich finde es auch anmaßend und höchst problematisch, dass da Wissenschaftler sitzen, weiße Männer, alle, zufällig in diesem Film, die meinen zu wissen, die Erde kann nur 1 Milliarde Menschen eigentlich ernähren. Und die Frage ist dann, wer entscheidet, wo die leben werden und wer diese 1 Milliarde wie viel davon Kinder sind. Im Film hat er immerhin 2 Enkelkinder, das heißt, er hat sich dafür entschieden, welche zu haben. Ja, und das heißt, diese Quantitätsfrage ist wirklich die falsche Frage. Und diese Quantitätsfrage ist historisch, also da nur 2 kurze Anmerkungen dazu. Was ich interessant finde, ist, die ist immer geknüpft gewesen an die Qualitätsfrage. Es ging immer mit eugenischen Gesichtspunkten zusammen. Wer darf sich vermehren? Wer sind zu viel? Und es ist immer die anderen, die zu viel sind. Entweder sind es die Armen, die zu viel sind, oder wie in diesem Film, es sind die Afrikaner, die Inder, die Chinesen, die zu viel sind. Wir sind selber nie zu viel. Also keiner sagt von sich selber, ich bin zu viel auf der Welt. Und daher, oder es sind die Muslimen, die zu viel sind. Also man findet immer eine rassische, ethnische, religiöse Gruppe, die man als zu viel betrachtet. Und damit hat man erstmal einen Ausgangspunkt geschaffen, der in die falsche Richtung geht. Und diese verknüpft dann an, wer darf sich vermehren, ist wirklich eine fatale Zusammenhang. Und daher denke ich, man muss wirklich, also bildungspolitisch wäre das ein großer Auftrag, sozusagen von dieser Sicht, von Zahlen geprägte Sicht, aus dieser Problematik wegzukommen. Und das Zweite, was ich in diesem Zusammenhang, historisch, also man muss die Frage historisieren. Und historisierend ist es sehr interessant zu sehen, die Kolonien, alle diese Länder, also China war keine Kolonie, aber die anderen, die wir gesehen haben, historisch, bis sie Kolonien waren, galten sie für die Europäer stets als unterbevölkert. Ja, die Entvölkerung Afrikas war das größte Problem. Kaum waren sie unabhängig, waren sie mit einmal überbevölkert. Das heißt, das, was man daran sieht, ist, es geht nicht um die Zahlen. Als Kolonien waren sie Arbeitskraftlieferanten. Und daher war man sehr bemüht, ja, die belgische Regierung war bemüht, die Stillzeiten in Kongo zu verringern, damit mehr Frauen schneller schwanger werden. Die britische Kolonialregierung in Indien war bemüht, die Mitgiftsraten zu senken, weil sie der Meinung war, völlig fälschlicherweise, dass wegen hoher Mitgiftszahlungen die indischen Bauern sich nicht genügend vermehrten. Kommentar? Also zur Entvölkerung Afrikas haben wir selber beigetragen durch den Sklavenhandel. Wir sehen, dass 20 Millionen Afrikaner nach Nord- und Südamerika transportiert wurden. War unsere Sendung letzte Woche. Etliche haben das auch nicht überlebt. Ja. Ich denke, der ökologische Fußabdruck ist, glaube ich, eine wichtige Geschichte. Es geht nicht nur um den Verbrauch, sondern auch, wie viel ich hinterlasse. Und da muss man sagen,
Das große Thema muss effizient sein. Es sind vor wenigen Jahrzehnten Autos rumgefahren, die 25 Liter pro 100 Kilometer verbraucht haben. Und heute sind wir in der Lage, Autos zu produzieren, die 3 oder 4 Liter vielleicht verbrauchen und keine geringere Leistung haben. Aber das wird nichts daran ändern, dass selbst wenn wir 2-Liter-Autos haben, doch wahrscheinlich nicht die gesamte Weltbevölkerung Autos fahren kann. Also es ging ja hier jetzt ums Thema Umverteilung. Ja, also das meine eine, Frage das eine war ja, würden wir freiwillig umverteilen? Also die eine Verteilung, Frau Andrea hat es schon gesagt, geht über den Preis. Klar. Wenn der Ölpreis hinaufgeht, dann wird weniger Auto gefahren. Aber dann, dann können sich wahrscheinlich wirklich die sogenannten Entwicklungsländer, Schwellenländer und so weiter nicht leisten. Und die andere Umverteilung, ich sage es nochmal, muss über die Effizienzsteigerung gehen, weil das Lebensniveau heute in Kenia oder auch in Indien ist ja deutlich höher als vor 20 oder 30 Jahren. Das heißt, es gibt weniger arme Menschen im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung. Es gibt weniger Menschen, die hungern, als vor 20 oder 30 Jahren. Das heißt, wir haben es geschafft, unsere Nahrungsmittelproduktion durchaus Schritt halten zu lassen mit der Weltbevölkerung. Es ist nicht so, dass mit jeder Milliarde, die dazukommt, die Zahl der Hungernden um 800 Millionen steigt. Das stimmt überhaupt gar nicht. Wenn man sich ein Land wie China anguckt, dann hat China es geschafft, also etwas zumindest zu drosseln durch diese sogenannte Ein-Kind-Politik. Und wenn es stimmt, was ich gelesen habe, muss man tendenziell sagen, überall da, wo man Bevölkerungssteuerung betrieben hat, also wirklich eingegriffen hat ja in das Leben von Menschen, massiv eingegriffen hat, handelte es sich letztlich um mehr oder weniger totalitäre Systeme. Im Film tauchte der Satz auf, in einer Demokratie wie Indien wäre das nicht möglich. Also ich würde das bezweifeln. In China ist tatsächlich, man kann sagen, relativ brutal eingegriffen worden. In Indien ist das mal probiert worden unter Indira Gandhi und das hat dazu geführt, dass die Regierung abgewählt wurde, weil die Bevölkerung sich gewehrt hat. Allerdings kann man sagen, vielleicht hätten die Chinesen nur noch 10 Jahre warten müssen. Ich sage nochmal das Beispiel, die Türkei oder Singapur oder Indonesien, das sind alles Länder, wo wir vor 20 Jahren noch 5 Kinder hatten pro Familie. Und heute liegen die Kinderzahlen bei 2, in Singapur sogar eher bei 1. Das heißt, die Modernisierung und der gesellschaftliche Fortschritt hat in diesen ehemaligen Entwicklungsländern, die ja heute Schwellenländer sind oder auf dem Weg zur Industriegesellschaft, durchaus denselben Effekt gehabt. Mhm. Es kam eine Spur später, aber das sind durchaus Demokratien, die ich genannt habe. Das sind pluralistische Gesellschaften, sind Gesellschaften, wo die Bevölkerung sich auch wehren konnte. Das beste Beispiel ist in Indien unser südlicher Bundesstaat Kerala, wo die Bevölkerungsrate gesunken ist. Ich glaube, als erster Staat überhaupt in Indien. Als erster Bundesstaat in Indien, ohne jegliche Zwangsmaßnahmen, extrem gute Sozialpolitik, flächendeckende Gesundheitsversorgung, sehr, sehr gleichmäßig verteiltes Einkommen. Nicht das reichste indische Bundesstaat, das ist das Interessante. Die Reicheren im Norden haben wesentlich schlechtere Verteilung. Also die Kluft zwischen Arm und Reich ist gering. Und interessanterweise, es war 40 Jahre eine kommunistische Regierung, aber eine demokratisch gewählte kommunistische Regierung, die diese sehr fortschrittliche Sozialpolitik betrieben hat. Was auch ein interessanter Punkt ist, dass da, wo große Gefälle in der Bevölkerung sind, also die Unterschiede sehr groß sind, auch die Geburtenraten größer sind. Das ist so. Also das heißt, wenn wir eine gleichere Verteilung anstreben würden, würde das wahrscheinlich auch indirekt aber es hat damit zu tun, dass die armen Leute mehr Kinder bekommen. Genau. Müssen, es, um wenn, zu kompensieren. Wenn die Verteilung gleicher ist, gibt es weniger Arme. Und daher auch eine meine Redaktion wird mich lynchen, wenn ich nicht wenigstens die letzten 3 Minuten noch mal die Frage stelle, was wir denn eigentlich machen sollten. Also ich habe eben Fleisch schon mal angeschnitten. Das ist sicher ein wichtiger, ganz wichtiger Faktor, weil es zur Umweltzerstörung beiträgt und so weiter. Was gibt es weitere? Es geht um eine Änderung unseres Lebensstils und es ist deswegen so wichtig, dass wir in Europa, in Nordamerika, in Japan damit anfangen, weil wir eine gewisse Vorbildwirkung haben. Jetzt nicht im pädagogischen Sinn, aber der Rest der Welt orientiert sich ein bisschen in den Wünschen an dem, wie wir leben. Und das heißt, wir müssen damit anfangen. Und ich glaube, es wäre wichtig, dass die Menschen nicht auf etwas verzichten, sondern durch einen größeren Effizienzeinsatz der Ressourcen einen Lebensstil haben, der ähnlich ist wie der heutige, aber weniger Ressourcen verbrauchen. Und wenn das gelingt, muss man die Menschen nicht zwingen. Die Motivation wäre, glaube ich, größer, wenn man nicht auf etwas verzichten muss. Was würden Sie empfehlen? Also mir kommt der Satz Gandhis im Sinne sozusagen als Zusammenfassung für diese Diskussion, der sagte, die Erde hat genug für unsere Bedürfnisse, sie hat nicht genug für unsere Gier.
Und die Frage ist, wie kann man diese Art von Gier bändigen? Und ich denke wirklich, das ist zum Teil eine Preisfrage. Man kann wirklich das so verteuern, dass es nicht mehr leistbar ist. Aber es ist auch keine Bildung und eine politische Frage. Und weil Sie fragten, wenn die Dinge so teuer werden, dann können die Entwicklungsländer das sich nicht leisten. Das ist wirklich ein großes Problem, weil genau die auf diesem Punkt beharren Indien und China im Moment darauf, dass sie sagen, wir haben ein Recht auf Entwicklung. Und wir haben ein Recht, sozusagen diese Ressourcen zu verbrauchen. Aus Indien natürlich wurden diese Ressourcen genommen, um England zu industrialisieren. Ja, also das heißt, der europäische Wohlstand und Industrialisierung basiert auf einem Ressourcenverbrauch, das nicht nur national war, sondern durch den Kolonialismus hat es wirklich auf die Ressourcen. Aber auf den Finanzmärkten ist es heute umgekehrt. Wir hoffen, dass die Chinesen europäische Staatspapiere kaufen. Kaufen uns retten werden. Sie sind ja dabei. Berlusconi hat schon aufgeatmet, weil die Chinesen munter gekauft haben. Gerz, ganz herzlichen Dank für die Sendung. Das war's für heute bei Skobel, meine Damen und Herren. Sie finden weitere Informationen zur Sendung, zu Aspekten der Sendung, zum Thema Überbevölkerung auf unserer Internetseite www.dreisat.de/skobel. In der Stunde unserer Sendung sind 9.480 Menschen geboren worden, rund 6.400 sind gestorben. Und der überaus komplexe Begriff Überbevölkerung steht für den Versuch von uns Menschen, über uns als Gattung nachzudenken und uns von außen zu analysieren, so als gehörte der Beobachter nichts dazu. Das verlangt sehr viel Selbstdisziplin und, wie wir gelernt haben, Umdenken. Und noch mehr ist verlangt, wenn es darum geht, in die natürliche Dynamik einzugreifen und all diese komplexen Phänomene zu steuern. Der Begriff Überbevölkerung ist also eine Zumutung. Aber wenn wir uns nicht zumuten, damit zurechtzukommen, wird es, wenn nicht schon jetzt, dann bald in den nächsten 20, 30, 40 Jahren möglicherweise zu spät sein. Noch bin ich allerdings optimistisch und meine Gesprächspartner waren es auch. Wir können handeln, aber nur, wenn wir miteinander nachdenken und zusammen handeln. Alle zusammen. Es gibt nur einen Planeten und tschüss.